Es ist wieder Review-Zeit, Rangers! Ich habe heute wieder was ganz Feines für euch, und zwar von den Loyal Subjects. Kennt ihr die? Dann werdet ihr sie jetzt kennenlernen, denn die Loyal Subjects habe ich auf der Nürnberger Spielbahnmesse unter anderem schon kennengelernt. Und die haben auch die Power Rangers. Sie haben natürlich auch noch andere Lizenzen, unter anderem die Thundercats, Masters of the Universe habe ich gesehen, sogar Mega Man. Also richtig coole Sachen. Und ja, was sind die kleinen Kerlchen hier? Die Action Vinyls, die ab 14 Jahren aufwärts sind. Ja, es sind so kleine Mini-Action-Figuren. Sie fallen, glaube ich, unter die Kategorie Deformed Figures. Ne? Darunter fallen auch Funko-Figuren und sowas. Und ihr seht hier, die sind jetzt aus Mighty Morphin Power Rangers The Movie sogar. Ne? Sehr cool. Der wurde mir hier geschenkt und den will ich mir heute mal angucken. Das ist eine Box, die wir halt öffnen können, und da befindet sich halt eine Figur oder ein kleiner Sort drin. Auf der Seite seht ihr schon, hier sind die wahrscheinlichen Sorts, die ihr in so einer Verpackung kriegt. Leider, wie gesagt, habe ich nur eine Verpackung, aber das ist ja egal. Und auf der Rückseite könnt ihr sehen, was euch jetzt hier noch erwarten könnte. Das sind zum Beispiel Rare Chase Figuren. Ne? Hier seht ihr den White Ranger. Wenn wir den White Ranger haben, dann haben wir schon gewonnen, denn das ist eine absolut seltene Figur, wenn wir natürlich den ohne Helm da sehen. Ne? Der Triceratops-Sort und dann noch der Pterodactyl-Sort, jeweils einer von 48 beim Pterodactyl und beim Triceratops-Sort einer von 24, aber der weiße Ranger, einer von 96 dieser Verpackung könnte der weiße Ranger sein. Und auf der Seite, da seht ihr dann halt die anderen Power Rangers, ne? Die alle aus dem Movie, sehr cool. Roter Ranger, pinker Ranger, schwarzer, yellow und blue Ranger. Und ihr seht schon, alle ohne Helm. Wieso alle ohne Helm? Eventuell kann ich euch das gleich noch erklären. Ich würde sagen, wir schnacken nicht weiter drum rum. Wir öffnen jetzt mal die Verpackung und schauen mal, was die Loyal Subjects uns hier Schönes zu bieten haben. Ne? Solche Verpackungen öffnen mag ich ja gerne. Ich denke mal, gewohnt wie immer werden wir hier eine kleine Tüte vorfinden. Oh, die ist sogar größer. Da ist die Tüte. Ja, jetzt packen wir die Verpackung mal beiseite und schauen mal rein. Schön in Silber gehalten. Hier nochmal richtig schön mit Mighty Morphin Power Rangers The Movie drauf. Das sieht doch schon mal gut aus. So, und da wir uns jetzt hier auch nicht irgendwie schneiden müssen, haben wir hier natürlich an der Seite einen kleinen Cut. Ich sehe das schon hier. Den werden wir jetzt mal aufreißen. Ich bin mal gespannt. Was meint ihr? Ist es ein Ranger? Haben wir einen Power Ranger in dieser Tüte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Hier ist erstmal ein Beipackzettel. Den gucken wir uns jetzt erstmal an. So, ich bin ja gemein. So, Power Rangers The Movie. Und da habt ihr eure Checkliste, was da alles drauf ist. T-Rex Sword, Roter Ranger, Pink Ranger, Black Ranger und Yellow Ranger, halt alles das, was ihr auch auf der Verpackung drauf habt. Da könnt ihr das dann nochmal abhaken, wenn ihr da eine dieser Figuren habt. Nein, ich habe mich gespoilert. Nein. Black Ranger von den Loyal Subjects Power Rangers Movie. Da ist er nun. Und was sagt ihr? Ich finde, der sieht knuffig aus. Er sieht wirklich sehr, sehr knuffig aus. Nein, ich habe mich gespoilert. Hier ist sogar noch was drin. Cool. Wir haben hier sogar noch die Waffe von ihm. Stellen wir ihn mal hin, den kleinen Kerl. Stellen wir ihn mal hin. Also, nicht auf die Checkliste gucken, Leute. Nicht auf die Checkliste gucken, wenn ihr euch überraschen lassen wollt. Jetzt kommen wir her hier. Da ist nämlich der Blaster drin. Schauen wir uns erstmal den Blaster an. Und da ist er. Ne? Schöne Details dran, muss ich sagen. So ein bisschen in Gold und Silber gehalten. Ne? Sieht schon fast aus wie ein Blaster aus Star Trek. Gefällt mir. Schönes kleines Ding. Ne? Ja, und dann haben wir jetzt hier unten halt unseren schwarzen Ranger. Und ihr seht schon, der kleine Kerl hat was. Ne? Wie gesagt, das ist aus dem allerersten Kinofilm. Ich glaube, von 1995. Da haben die ja schon so ein bisschen cooleres Jutes so gesehen angehabt. Nämlich so ein bisschen schon mit Rüstungsplatten und alles. Ne? Und die Loyal Subjects haben das Ganze halt hier ja so umgesetzt. Ne? Der Helm sieht natürlich sehr gut aus mit dem Mastodon vorne drauf. Das gefällt mir. Ne? Und farbtechnisch ja, ist halt der schwarze Ranger hier ein bisschen Sloppy Paint Shop an der Brust. Aber ihr könnt hier drauf dann auch halt sein Symbol erkennen. Ne? Das Mastodon, wenn ihr da genau hinguckt. Ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera kriege, aber ihr könnt es erkennen. Auf jeden Fall ist es dran. Und dann hier natürlich am Gürtel der Morpher ist vorne dran zu erkennen. Auch das sieht sehr gut aus. Der Gürtel ist sogar separiert. Der ist nicht hier nicht befestigt. Cool. Ne, auf der Rückseite nochmal, guck mal hier, auch da, tolle kleine Details, ne, ist echt knuffig gemacht. Wo ich jetzt lachen muss, hier ist das Holster von seinem Blaster, aber der Blaster ist allerdings so groß, das heißt, das passt ja nicht so wirklich rein. Lustig. Ja, dann denke ich mal auch, dass er hier an den Händen halt den Blaster halten kann, ne, ungefähr so, oh, sieht doch cool aus, ne? Könnte auf Action gehen. Ja,
Jetzt macht er schon das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ne? Weil auf der Verpackung halt habt ihr gesehen, dass die alle ohne Helm sind. Ihr könnt diese Helme abmachen, das fand ich ganz cool, ne? Das habe ich bei den Loyal Subjects auf dem Stand dann auch nochmal genauer begutachtet. Finde ich genial, ihr könnt die einfach, das sind so zwei Halbschalen, die könnt ihr dann einfach auseinanderziehen, einmal so, und dann habt ihr halt so, den schwarzen Ranger hier, da ist er, ne? Sieht auch gut aus. Ja, ihr seht aber wieder, sehr knuffiges, kleines Format. Wer drauf steht, der wird hier auch seinen Spaß dran haben. Ich finde den lustig. Der sieht knuffig aus. Der hat was. Na, schön gemacht. Die Augen sind nur raufgedruckt, aber tolle Details auf jeden Fall. Der kleine Mund hier kann man auch gut erkennen. Also, da haben die Loyal Subjects schon was Cooles gemacht. Ich stelle ihn jetzt mal hier hin. Ja, komm mal her. So. Und hier nochmal der Helm. Ne? Wie gesagt, zwei Halbschalen. Einfach zusammengepackt das Ganze und dann könnt ihr halt den Helm irgendwie daneben packen oder sowas. Ne? Lustig gemacht, wirklich lustig gemacht. Wie gesagt, Kategorie Deformed Figures, ne? Cool auf jeden Fall. Was jetzt auch genial ist, es ist nicht einfach so wie, sagen wir jetzt mal eine kleine Funko-Figur, nein. Die haben Bewegungspunkte und verdammt gute Bewegungspunkte. Der Kopf sitzt hier zum Beispiel auf einem Balljoint, seht ihr das? Ne? Richtig cool gemacht, ihr könnt ihn 360 Grad drehen, richtig nice. Den Arm, die Schultern könnt ihr so weit hochpacken. Ich muss mal gucken hier. Ich glaube, da ist auch ein Balljoint drin. Ich weiß es nicht. So weit auseinander auf jeden Fall. Und wir können dann halt die Arme auch so weit nach vorne packen und nach hinten. Das funktioniert alles. Wir können hier sogar, was ich cool finde, die Handschuhe bewegen. Ne? Also echt nice gemacht. Dann haben wir hier sogar einen Ab Crunch. Hier oben ist eine komplette Beweglichkeit drin. Super lustig. Die Beine können wir sehr weit auseinander machen. Ja, ungefähr so weit. Ne? Das geht auch. Nach vorne jetzt nicht so viel, weil hier natürlich die Rüstungsplatten im Wege sind. Na, und nach hinten halt auch nicht so weit, aber ist okay. Und dann natürlich noch hier die Stiefelbeweglichkeit. Ne? Darunter sehen wir nochmal, da es sich um ein Original handelt, The Loyal Subjects. Na, was steht hier noch drauf? SCG, PR, keine Ahnung. Na, aber auf jeden Fall cool. Ne? Dann könnt ihr halt mit dem Blaster hier stehen. Sieht echt aus wie ein Phaser aus Star Trek. Echt, es sieht wirklich so aus. Also lustig. Ne? Wenn ihr die kleinen Kerle mögt, wenn ihr auf sowas steht, die werden auf jeden Fall irgendwo bei unseren Händlern hier zu kriegen sein, die Loyal Subjects. Die sind im Einkauf, glaube ich, ein bisschen teurer gewesen. Aber wenn ihr sie haben wollt, schnappt sie euch. Ich finde sie toll. Und ich habe Glück gehabt. Ich habe einen schönen schwarzen Ranger da drin. Das passt. Damit bin ich sehr zufrieden. Und ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da oder sagt mir auch mal Bescheid, wenn ihr eventuell schon einen von diesen Rangers halt in eurer Sammlung habt. Ne, dann sagt mir Bescheid. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ne? Die Loyal Subjects kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr auf solche kleinen Figuren steht. Ne? Die finde ich cool gemacht, ganz ehrlich. Ich war auch sehr beeindruckt von den Thundercats unter anderem oder auch von Mega Man. Die sahen schon sehr cool aus. Ne? Tja, ich würde sagen, das war's. Ich bin raus. Wir sehen uns natürlich wie immer im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denn dann und go, go, Power Rangers!